Heute zeigt unser Mitarbeiter Manuel, wie Sie die Kratzbodenkette optimal vorspannen können. Dazu verwendet er einen 24 mm Sechskantschlüssel und eine Ratsche mit Nuss. Diese Wartungstätigkeit muss an der Unterseite des Streuers durchgeführt werden, am besten bei einem abgestellten Gerät und nicht im aufgebauten Zustand. Auf der Unterseite des Streuers am Kratzbodenende im Bereich der Kettennuss finden Sie zwei 16 mm Sechskantschrauben. Zunächst lösen Sie die Muttern. Dann drehen Sie die Schrauben mit der Ratsche hinein, um die Spannung auf die Kratzbodenkette zu erhöhen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Kette leicht gespannt ist. Nach dem Spannen muss die Mutter wieder angezogen werden. Das Gewinde der Schrauben schmieren Sie nach dem Waschen ein, um die Leichtgängigkeit der Schrauben zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen stehen Ihnen Manuel und unser Team gerne zur Verfügung und wir freuen uns, wenn Sie uns auch zur nächsten Folge auf Stöckl TV besuchen.